Ja, und da bin ich auch schon am Flughafen und werde durch die Security-Checks nur noch mal einen Rucksack und CL 500 ab jetzt wird radiert, frisch poliert, und ich wollte nochmal Danke sagen an alle Fans da draußen, danke für den Krankenwagen, und jeder hält die Fresse, wenn wir auf die Tanke fahren. So, ich bin jetzt in meinem Hotel angekommen. Ja, ist ganz nee, was laber ich? Ich fuck mich ab, weil ich hatte eigentlich ein Zimmer mit Balkon reserviert und ich habe jetzt keinen Balkon. So. Kann man sich jetzt drüber aufregen, es sind nur 2 Nächte. Und ich reg mich auch drüber auf, scheiß drauf. Da habe ich auch gesagt, hey, ich hab aber reserviert mit Balkon. Not free anymore, ja, leck meine Eier. Ja, Sebi. Aber ja, das ist halt das Zimmer. Nichts krasses. Ist halt auch für kleines Geld. Ja, ich dachte nämlich erst, oh. Vielleicht habe ich doch einen Balkon, aber ich kann hier nicht drauf. Keine Ahnung, wer da drauf kann. Aber ich nicht. Sehr korrekt. Und dann haben wir hier das Bad einfach auf entspannt. Also, indem ich mich nicht mal angucken kann. Geil, Digga. Ja, für 2 Nächte ist das mehr als in Ordnung. Aber ohne Balkon fuck mich ab, sage ich. Ich kletter hier jetzt mal raus. Oder hier ist ja nix. Hä? Digga, dann hättest du das Ding auch einfach zum Balkon vom Zimmer machen können. Was sehe ich hier gerade? Da ist mein Badezimmer. Da haben die das Fenster aber wohl zugemacht. Ja. Und da ist mein Zimmer. Bruder, macht doch hier eine Tür und seid ihr alle behindert oder was? Da schaue ich doch mal, was Phuket so zu bieten hat. Ich gehe jetzt essen und dann gehe ich zu 2 so Aussichtspunkten, 2 Berge, so hoch, ein bisschen wandern, weil da sollen Affen sein. Und ich sage ehrlich, ich nehme 2 Bananen mit und da wird ein Affe gefüttert. Wäre doch ein Träumchen. Und das Wetter bis jetzt, oh, mashallah, hier gibt es auch richtig viel Grün, also ganz anders als Bangkok. Ja, alles total einfach, die Buden und so. Aber richtig geiles Wetter und richtig schön viel Grün. Okay, ein Stück vom Berg bin ich mit Roller hochgefahren, weil ich hatte keinen Bock auf diesen Highway. Ich habe eine Banane noch am Start. Ich habe die 2. Banane irgendwie auf dem Roller einfach verloren. Aber ja, Remove mit einer Banane, da wird sich ein Äffchen freuen. Okay. Weil es ist so spektakulär, wie man denkt. Der reißt es einfach aus der Hand und fertig ist. Aber ist cool, ich hab's mal gemacht. Ui, ein Fein. Jo. Also, die meisten Touris bleiben da unten so stehen. Wehe, der attackiert mich. Ja, der attackiert mich. Nein, ich hab nichts. Nein, ich hab nichts. Digga, ohne Wasser weiß ich jetzt nicht. Was ein Hurensohn. Deine Affenmutter geht auf den Strich arbeiten, da wette ich. Was ich eigentlich sagen wollte ist, da sind alle Touris stehen geblieben, weil da auch die meisten Affen sind. Aber ich habe noch nicht genug geschwitzt. Ich gehe bis ganz oben zum Berg. Nur jetzt ist halt das Problem, dass der Hurensohn mir mal Wasser weggenommen hat. Digga!
Ich bin voll high, Digga. Okay, ich war im Hotel. Ey, ich bin komplett fertig. Ich gehe heute Abend nur noch in so ein altes Viertel hier. Treffe da meinen Uber-Fahrer, weil ich, Bastard, mal wieder, es ist peinlich, mal wieder meine AirPods im Wagen vergessen habe. Aber das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich die wiederbekomme. Der Typ hat sich danach direkt bei mir gemeldet und hat gefragt, was mache ich heute so vom Ding? Meinte ich, gerade ist schlecht. Ich bin aber nachher da, alte Viertelgegend. Er so, ist kein Problem, wir treffen uns da, gebe ich dir die. Was ein absoluter Ehrenmann. Und so Glück für mich, dass ich meine, ich muss mich auch absolut rasieren, Digga. So lucky für mich, dass ich meine AirPods wiederbekomme. Oh mein Gott. Ab jetzt nie wieder Hosentasche. Wirklich, wenn ich sage nie wieder, meine ich nie wieder. Nie wieder mein ganzes Leben. Crazy. Wir haben jetzt 11:30. Ich habe gerade meine AirPods einfach zurückbekommen. Crazy, Digga. Er hat den ganzen Tag darauf aufgepasst und ist abends extra nochmal zu mir gefahren, um mir die zu geben. Er wollte nichts. Ich habe ihn nochmal gefragt, Bruder, keine Ahnung, zu irgendwas, ein kleines Trinkgeld, irgendwas. Er so, no, I have money enough, thank you. Ehrenmann.